Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Winter Up. Fällt einem von euch etwas ein, das Deadline gebaut hat? Wie? Natürlich hat er gebaut. Er hat einiges gebaut. Ich habe jetzt den Weihnachtsbaum vervollständigt. Ist jetzt nicht so perfekt geworden, wie ich es eigentlich wollte. Naja, es geht. Es geht. Ich habe hier den Weg gebaut. Und ein kleines Versteck ist im Weg, denn als ich den gebaut habe, war da ein Hühnchen. Und jetzt steckt ein Hühnchen fest. Es legt fröhlich Eier. Passiert. So. Und da wir einige alte Menschen hier auf dem Server haben, die nicht wissen, wie etwas funktioniert, ich habe euch hier eine Kiste hingestellt. Quasi ein Starter-Kit mit Beuteln, könnt ihr euch rausnehmen. Ich habe positive Meißel-Designs für euch erstellt. Einfach einen davon nehmen. Ich zeig's euch mal. So, einen. So. Nehmen wir mal einen davon. So, dann geht ihr da irgendwo hin. Was habe ich denn so Schönes gebaut? Ja, die dünne Mauer, aber die ist jetzt nicht so toll. Was kann man denn nehmen? Was habe ich eigentlich noch nicht so? Ach, ich weiß. So. Hast du mich erschrocken? Ich. Ist lustig. So, dann geht ihr halt hier hin, einmal Rechtsklick und dann habt ihr es kopiert. Und das Einzige, was ihr dann braucht, sind die Bits, die holt ihr dann mit dem Schüssel irgendwo raus. Okay. Ja, da freut sich jemand. Holt ihr einfach die Bits irgendwo raus, ihr drückt auf Alt, macht hier einmal das gesamte Material und zack. Habt ihr es eingesammelt? So, ich pack das hier mal rein. Wenn ihr die Shift-Taste drückt, seht ihr, was das Ganze ist. Ihr habt hier eine Treppe, die leuchtet mit Teppich. Wenn ihr Shift haltet, könnt ihr auch übrigens sehen, was für Material drin ist. Hier seht ihr, da sind 90 Blöcke Schnee drin, da sind Glowstone, rote Wolle und Stein drin. Also kleine Mini, die Schisselbits. Ne? Nicht erschrecken lassen von 2144 Steinen. Es sind nur wirklich diese ganz kleinen Pixel. Die gehen sehr schnell zusammen. Ja, so baut ihr. Hier habt ihr eine Lampe, hier habt ihr meinen Zaun, meinen leuchtenden Weg und jetzt auch den Stern. Ja, freu dich, Deadline. Ist alles gut. So, ja, das dazu. Die Beutel, die füllen sich übrigens mit den Schüsseln, wenn ihr sie abbaut. Da seht ihr es. Hier habe ich meine ganzen Bits drinne. Ach, dann ist es Lord Huntington. So, und wir werden heute mit Tintenbeutel versuchen, etwas zu bauen. Das ist der Plan. Und wenn es nicht geht, dann cheat ich. Nether-Stern, okay. Ich wollte schon Star sagen. Was macht er schon wieder? Setzt der Command-Blöcke. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte gucken, wie etwas gebaut wird. Und zwar war das. Ich habe hier schwarz eingegeben, ne? Schwarz. Da, wir brauchen Sand und Kies. Kies ist kein Problem. Hab ich noch Sand am Start? Nö, Sand müssen wir uns organisieren. Na gut. Dann muss ich eine Schaufel mitnehmen, ne? Ich habe ja 1 Milliarde Schaufeln hier, wo da. Dann holen wir uns jetzt ein bisschen Kies. So, den Goldblock baue ich mal kurz ab. Zack. Den brauchen wir nämlich, denn ich will eine vergoldete Toilette machen. Die könnt ihr dann natürlich auch kopieren, wenn sie denn gut wird, wenn ihr sie wollt. Wenn ihr eine Toilette wollt, könnt ihr sie natürlich haben. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie es funktioniert. So, und jetzt habe ich natürlich keine Ausdauer mehr. Ich habe auch nichts zu essen. Oh nein. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich will es gar nicht wissen. Ach, man kann lesen, dass jemand in kreativ geht und so. Gut zu wissen.
Dann sollte ich das im Geheimen machen, wenn keiner auf dem Server ist. Nein, ich mache es ja im Video, von daher ist das hier auch egal. So, ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Ich nehme einfach ein bisschen was mit. Und dann passt das schon. Ups. Naja, einmal Sand mitgenommen. Bullshit. Okay. Dann jetzt zurück. Den Baum müssen wir natürlich auch noch schmücken. Ich hoffe, da hilft mir jemand bei. Wobei, ich habe jetzt wenig Leute mit Schissel und Bits arbeiten sehen. Wird schwer, dass da was Gutes raufkommt. Nicht irgendwie so einfach nur Blöcke, sondern ich will gute Sachen auf dem Baum haben. So, da bin ich wieder. Hier laufen zwei Deadlines rum, die sich gegenseitig schlagen. Das dürfen die meinetwegen. So, ich habe jetzt das Sand geholt. Und wir gucken jetzt mal. Wir brauchen Tinte, wir brauchen Sand und wir brauchen Kies. Da. So. Wie sieht das Zeug aus? Okay, wie Sand. Und das müssen wir jetzt. Jetzt kotzen sie sich gegenseitig an. Jetzt müssen wir das ins Wasser werfen. Reicht das, wenn wir es aufs Eis werfen? Weiß nicht, wir gehen mal ins Wasser. Und dann nehmen wir uns den schwarzen Beton. Guckt es euch an. Wunderschön. Jetzt muss ich aber gleich noch gucken, ob wir vielleicht noch anderen Beton machen können. Weil den finde ich ganz gut, den Beton. Wenn es noch andere Farbe gibt, gibt es bestimmt. Haben wir ja gesehen. Guckt es euch an. Badezimmer. Und warum sagen die, dass nur zwei Personen auf dem Server sind, wenn offensichtlich mehr sind? Oh, ist schon Tag. Alles recht verwirrend. Schaufel packe ich jetzt mal dahin. Das ist eigentlich jetzt hier für mein Diamantmeißel, damit ich ihn nicht mehr verliere. Damit ich es immer sehe, wo er ist. So, Beton. So. Trockenbeton. Da. Hellgrauer Beton. Den will ich haben. Mit hellgrauer Farbstoff. Das ist viel leichter. Okay. Also sieht ein bisschen komisch aus, wie das hier rausragt, aber das können wir später fixen. Ist alles durcheinander bei mir. Ach du Scheiße. Tja, wir brauchen das. Was ist das bei mir? Zack. Zack. So. Weiß? Oh, hellgrauer Farbstoff. Oh mein Gott. Oh, wie bekomme ich das jetzt hin? Die Uhr tickt. hellgrauer Farbstoff. Ich kann ja gucken, Weiße Tulpe, oh Gott. Oh, okay, jetzt, das ist einfach, das kriege ich hin. Das ist kein Problem. Glück gehabt. So, jetzt aber, ne? Zack. Zack. Und zack. Okay. Easy going. Kein Problem. Halt, nein, den brauche ich. Boah, ist das schwer hier zu bauen, Leute. Alter. Uff. So. Jetzt haben wir hellgrauer Beton. Okay. So, okay. Dann. Zack. Plötzlich sieht er nicht mehr so geil aus.
Egal. Wir benutzen den für da oben. Dafür brauchen wir erstmal diesen Part und dann brauchen wir das hier. So. Jetzt nehmen wir den grauen Beton, den hellgrauen Beton und verwenden ihn hier oben. Hä? Was? Achso. So. Jetzt bauen wir hier eine Lichtquelle ein. Zentral wird das Ganze, deswegen. Jetzt muss ich überlegen. Wir nehmen das hier erstmal weg, ja. Dann nehmen wir das Fichtenholz. Packen das da wieder hin, damit es zu ist, weil sonst wird es zu hell. Weil wenn ich hier was rausnehme, ihr seht schon, das Lichtverhältnis ändert sich, weil die Sonne reinkommt, ja. Und ich als Gamer, ich will natürlich keine Sonne haben. Ist ja ganz klar, ne? Deswegen nehmen wir jetzt ein bisschen Glowstone und packen das hier so hin. So, das war Schritt 1. Oder 5. Ich habe nicht mitgezählt. Ah. So, okay. Nee, das war falsch. Zack, zack. Entweder mache ich das so. Oder mach hier noch mit zu. Dann sieht das komisch aus, naja. Obwohl, nee. Wenn ich das so zumache, dann nicht. Dann hat das hier sogar noch einen Schatteneffekt. Ach, wegen der scheiß Fackel. Nein, 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 nein. Oh. Und jetzt wird es nämlich ein bisschen fummelig. Und zwar mach's nicht kaputt. Gehen wir mittig an die ganze Sache ran. Ah, nicht da, nicht da, nicht da. So, zack. Ja, aber dann sieht man es halt. Ich muss überlegen. Das Problem ist, man sieht es halt nicht so gut. Oder ich mache das umgekehrt. Das ginge auch, wenn ich. Moment, ich habe eine Idee. Nehmen wir das hier wieder raus. Dann nehmen wir nämlich den Glowstone, das Granit, den Glowstone, so. Und packen den hier. So. Einmal rum. Ne? Dann muss ich das hier alles wieder mitnehmen. So, und dann das Fichtenholz wieder hin. Wir müssen natürlich ein bisschen Material sparen, deswegen mache ich das so. Und dann. Oh, diese dämliche Fackel, ne? Machen wir das so als Licht. So wäre es halt andersrum. So würde man das Licht auch besser sehen. Und es wäre verdammt hell. Aber ich muss das hier nochmal rausnehmen. Packen wir was anderes hin. Wir gehen natürlich zwei Blöcke, ne? Was haben wir hier noch? Fichtenholz.
Dann nehmen wir Fichtenholz hier, was soll's. YOLO. Das macht's natürlich alles ein bisschen kleiner hier in unserer Butze, aber ich denke, das macht nichts. Und eventuell machen wir das ganz geschickt. Und machen hier einfach noch eine Line hin. Und dann sind wir nämlich noch nicht durch. Dann habe ich nämlich noch einen Plan. Den zeige ich euch gleich. Okay, jetzt das dazu. Jetzt nehmen wir nämlich das hier wieder weg. Und stattdessen kommen wir dann nämlich mit dem schwarzen Beton hin. So. Und dann machen wir Replace. Und packen das Schwarze noch hier hin. So. Das ist jetzt unsere Lampe. Finde es ziemlich schick, muss ich sagen. Ich würde auch tatsächlich gerne hellgraue Wolle nehmen und die dazu auch noch reinpacken. Wo ist jetzt meine hellgraue Wolle? Hellgraue Wolle. So. Und die packe ich jetzt hier ins Innere. So, wow, was ist los? Oh, ganz komische Schlägereien. So, okay, es ist fertig. Das ist mein Licht. Wände habe ich noch nicht. Aber, mal gucken. Was haben wir denn hier noch für Beton? Was nehmen wir denn für die Toilette? Die Toilette ist natürlich ein reiner Raum, deswegen sollten wir weiß nehmen, ne? Der weiß ist auch einfach zu machen. Das ist grau. Das ist weiß. So, und dann noch den Kies dazu. Zack. 8 Stück davon. Sieht ein bisschen aus wie Schnee, oder? Hat so ein bisschen was von Schnee, ja. Weiß ist halt auch wirklich. Weiß ist eine unkreative Farbe, ne? Muss man dazu sagen. Aber es ist weiß, also was soll ich sagen? Weiß ist cool. ist aber unkreativ. Ja, beides. Muss man so sagen. So. Weiß am Start. Sehr schön. Hier liegen überall Eier verstreut von den Hühnern, die hier überall jetzt rumlaufen wegen mir. Okay, so. Weißer Beton. Ich habe einen Plan, okay. So, dann werden wir selbstverständlich wieder die erste Schicht abnehmen. Hoppala. So, dann brauchen wir unseren weißen Beton. Und den kleben wir dann halt hier überall drauf. So. Sehr schön. Was geht so schnell leer? Guck mal, der schöne Effekt durch das Licht. Ist ein bisschen krass. Aber nur ein bisschen, ne? So, stimmt, meine Tür und, oh. Ja, da müssen wir eigentlich nichts tun, weil hier ja auch irgendwas draufkommt, ne? Stimmt. Das ist jetzt also unser Badezimmer. So, ein hübsches Badezimmer hat natürlich ein Fenster. Ist ja ganz klar. Dafür muss ich allerdings... zwei rausnehmen, ne? So, nun machen wir. Ich muss überlegen. Ich brauche erstmal Glas. Ich brauche erstmal Glas. Und dafür brauche ich erstmal einen Ofen. Ich habe nicht mal einen Ofen. So arm dran bin ich. Ich brauche Kohle und ich brauche Stein. Ich habe neulich gesehen, dass ich mehr als genug Stein habe. So. Dann machen wir uns mal einen Ofen. Zack.
Wieso ist mein Inventar wieder voll? Und wieso habe ich einen Schleim? Wieso hab ich eine Enderperle? Yay. Au, ich hätte doch sterben können. So. Packen wir den Ofen erstmal hier so hin, ne? Damit er halt nicht im Weg ist. So, du kommst weg. Ich sammle dich sowieso jetzt ein, ich weiß. Ja, komm. Oh, was wollte ich machen? Glas. Ich brauche aber auch nur zwei Stücke. Glaube ich. Nee, ich brauche mehr, ne? Glas. Glasscheibe. Brauche sechs Stück. Bis zwei. Wollen wir schlafen gehen? Komm, wir gehen mal schlafen. Bevor wir überrascht werden. Zack. Okay. Und jetzt bist du schon fertig, oder? Nein, okay. Weil ich brauche ja noch den Rest des Sandes, falls ich eine andere Farbe haben möchte. Fünf. Dauert so lange. Und sechs. Man muss dazu sagen, aus Glas kann man keinen Schissel machen. Das heißt. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwie ist mein Haus versetzt. Ja. So. Jetzt packen wir das Glas hier hin. Ne? Soweit, so gut. Ja, das ist eigentlich jetzt. Ja. Was ist mit dem Loch? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, Leute. Das ist eine gute Idee. Wir machen das hier überall. Okay, und jetzt werden wir hier nämlich Granit, Fichtenholz. Das Fichtenholz nehmen und das hier nochmal aufschichten. Okay, jetzt füllen wir das Ganze auf. Sehr schön. Und jetzt haben wir so ein hübsches Fensterbrett. Nö, sehr schön. Küche. Ich geb dir gleich Küche. Ach, scheiße, das muss ich da auch noch hier ändern, ne? Aber es ist eigentlich perfekt, dass das hier genau ein Quadrat ergibt. Küche. Und hat ja noch nie in seinem Leben, glaube ich, eine Küche gesehen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was mache ich jetzt? Weil da kommt Schnee hin. Aber wenn da Schnee hinkommt, ist ja gar kein Problem. Obwohl. Sieht genauso aus wie Schnee. Daher, was soll's. So. Sehr schön. Ah, da kommt was anderes hin. Tada! Oh. Sehr schön. Was war das jetzt hier? Ich finde das doch niemals wieder. Ach Gott. Was haben wir hier alles drin? Da ist der Goldblock. Der weiße Beton. Gottes Willen, ey. Und der ist noch leer, ja? Das heißt, hier muss es drin sein. Quarzblock, da. Hä? Was? Okay. Oh nein. Oh, was mache ich denn? Oh, ist das bitter. Ich muss natürlich hier erstmal die. Oh, dann ist. Dann geht das auf der anderen Schicht auch weg. Okay. Mach das manuell mit dem Replace.
So. Weil sonst nichts Besseres zu tun. So, fast geschafft. Nur noch füllen. Es ist wie ein Paint. Oh Gott. So. Fertig. Ach, das wird eine hübsche Toilette. Da kommt dann Dusche oder so hin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hier kann weg, ne? Das wird ja anders gelöst noch. Aber das da oben ist kein Problem. Und was zur Hölle? So ist hier einer zu viel. Ah. Ach, da. Habe ich hier Fichtenholz? Ja. Da willst du mich verarschen? Ach, ich habe Replays dran. Ah, okay. Sehr schön. Und dann müssen wir eigentlich diese Wand auch noch irgendwie fertigstellen, ne? Die Frage ist jetzt: Beton. Wenn die hier zu hell ist, dann muss das hier eigentlich perfekt sein. Es ist ein grauer Beton. Aber ich sehe hier keinen grauen Beton dafür, oder? Doch, da. Okay, was brauche ich denn dafür? Grauer Farbstoff. Okay, ich habe natürlich. Habe ich noch Knochen? Ja, ich habe. Meine Tische. Was ist. Oh Gottes Willen. Ja, alles raus. Viel zu viele unterschiedliche Sachen. Wieso landen die nicht hier drin? Das ist doch leer. Okay. Oh, ich habe hier noch Gold. Ist das mein Gold? Ich weiß es nicht. Geh doch einfach weg. Will dich nicht. Alles wird gut, alles wird gut. Nach der Folge fange ich an zu sortieren. Versprochen. Nach der Folge versprochen. Sortiere ich alles. Okay, wir brauchen Knochen. Mehl. So, wir brauchen Tinte und Knochenmehl. So. Jetzt platzieren wir das da. Das ziehen wir hier durch. Und dann den Kies noch. Ach Gott, das kann ja was werden mit dem Sortieren. Ach Gott. Ich sammle es doch eh wieder ein. Oh Mann, ey. Ich esse das jetzt. Perfekt. Jetzt haben wir unser grauen Beton. Der wird im Licht richtig gut aussehen, Freunde. Der wird im Licht richtig Porno aussehen, nicht Pornos. Der wird später richtig Porno aussehen. So. Ist natürlich eine Fummelei mit dem ganzen Schissel. Ich weiß. Man merkt es auch an mir. Ich blick da nicht immer komplett durch. Aber so ist das halt, ne? So läuft. Natürlich werden wir die weiße Decke auch überall einbauen, ne? Weil es muss ja auch was Helles da sein, ne? Kann nicht nur dunkel machen. Ich glaube, hier war das hier nicht schon perfekt? Ja, da muss tatsächlich überall noch einer weg. Ah, jetzt muss die Truhe da wegmachen, das ist so schäbig. Na gut, wird später entfernt. So, sieht natürlich alles noch ein bisschen unfreundlich aus und eigentlich soll hier auch keiner herkommen, das ist mein Playerplatz. Guck mal, wie schön das nachher im Licht aussieht. Ich finde das richtig gut. Und hier, der Teil wird, glaube ich, auch noch irgendwie andersfarbig. Mal gucken, weil hier soll dann der Esstisch hin. Wir haben immer noch nicht die Toilette gebaut, ne? Ja, so viel zu tun, Freunde.
Oh. So, da unten kommen wir nicht ran, aber da unten sieht es auch keiner. Gut. So viel dazu. Wir nehmen mal das schwarze Zeug. Oh, es schneit. Ist das cool. Und packen das hier so. Verarschen Spiel. Bitte was? Wieso ist da jetzt ein Loch? Wieso ist jetzt mein. Wieso ist der jetzt da? Oh Mann, Spiel, verarsch mich doch nicht. Okay, statt Replace machen wir hier Place. So. Dann. Der Replace. Oh, meine Fresse. Okay. Sehr schön. Zum Durchdrehen. Ah, guck mal, wie schön das hier schon aussieht. Ich finde, es wird langsam richtig wohnlich, oder? Kann sich sehen lassen. Quarzblock, Kies, weißer Beton. Habe ich wahrscheinlich nicht mehr so viel. Aber ist ja auch egal. Guck mal, wie das gleich auch strahlt. Hä? Aber dieses scheiß Replace ist schuld, ne? Wenn ich natürlich nichts habe, wird das einfach wegnehmen. Sehr schön. Okay, die Toilette. Ach, guck mal, wie schön das aussieht, wenn es schneit. Oh, guck, das ist das. Wie geil sieht das denn? Das ist. Leute. Das ist doch pornös. Das ist richtig pornös. Ich könnte rein theoretisch sogar. Hehehe. Nein, das wollte ich nicht. Okay, nee, kann ich nicht. Kann das Glas nicht einrahmen. Naja, aber so sieht's aus. Ihr habt gerade gesehen, wie schön es geschneit hat. Und es war dunkel und die Penner schlafen. Oh Mann, das war doch so toll. Hab mich so gefreut. Naja, die Toilette. Wollen wir uns die heute noch vornehmen? Mit dem Goldblock selbstverständlich. Aber ich glaube, ich muss zuerst die Dusche bauen. Mit Glas. Ich glaube, die Dusche wird relativ einfach, wenn es mit Glas gebaut wird. Ich kann dem Glas halt auch sein Schissel nicht wegnehmen. Es ist natürlich ein bisschen tragisch. Gucken wir mal, wie es mit geschlossener Tür aussieht. Wir brauchen hier noch helle Türen. Weil ich kann mit diesen. Beim Eingang ist okay. Da passt die dunkle Tür, aber. Ich weiß nicht. Da muss noch ein bisschen was passieren. Wisst ihr was, Freunde? Wir sehen uns einfach morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann kommt die Einrichtung. Aber ich finde, das sieht schon ganz schick aus, ne? Das kann sich hier schon sehen lassen. Das sah richtig schön aus. Und ich sortiere jetzt ein bisschen. Haut rein!